Hallo und herzlich willkommen zu Folge 25 der Ork-Krieg-Modifikation. Wir stehen hier vor Irbolds Haus, den wir jetzt aufsuchen sollen, bezüglich einer Quest von den Holzfällern, weil es dem einen ja nicht so gut geht. Und das war ja irgendwie ein bisschen verschoben, zumindest war das meiner Meinung nach, weil das ist eigentlich eine Quest für Hefjas Hof oder für Hefjas Beziehungsverbesserung. Allerdings konnte man sich am Anfang so laut Entwickler beiden Höfen anschließen, beiden Bauernhöfen. Heißt, ja, dass man da beide, also alle Quests machen konnte. Jetzt nicht mehr, wir können es, das irgendein Fehler trotzdem, aber es hätte anscheinend keinen Einfluss darauf, dass wir auf Egons Bauernhof dabei sind. Und was interessiert mich das? Ihr Freund liegt im Sterben. Sie sagen, du wüsstest einen Weg, ihn zu heilen. Und selbst wenn, wieso sollte ich dir helfen? Ja, das wird ein Mensch sterben. Ich will den nicht umbringen. Ich habe jetzt keinen Bock, da so einen alten Kauz und einen Alchemisten zu verprügeln. Davon habe ich nichts. Wenn nicht, wird ein Mensch sterben. Wenn ich jedem Sterbenden geholfen hätte, hätte ich nichts mehr vom Leben. Und vom Leben habe ich wahrscheinlich eh nicht mehr viel. Beweise erstmal, dass es es wert ist, dir geholfen zu werden. Finde das Unfindbare. Was meinst du mit unfindbar? Wenn du das nicht verstanden hast, kann ich dir auch nicht helfen. Okay. Ich habe das Unfindbare gefunden. Wie ich sehe, bist du nicht vor den Kopf gestoßen. Kornstöckel natürlich, was auch sonst. Was ist jetzt mit dem Heilmittel? Ach ja, das Heilmittel. Komm morgen wieder. Bei den Holzfällern liegt jemand im Sterben. Und du sagst mir, ich soll morgen wieder kommen? Ja, warte kurz. Gut, hätte jetzt vielleicht eine Flasche sein sollen. So, das müsste es sein. Die Wirkung des Trankes entfaltet sich erst nach einiger Zeit. Sagt es den Holzfällern, sonst denken sie noch, ich habe sie verarscht. Und jetzt lass mir meine Ruhe. Hey! Du gibst keine Ruhe, was? Dann frag mich. Und jetzt hat der wohl seinen Sinn erfüllt. Jetzt, ich habe ihn vorhin noch fragen können, ob er was zu verkaufen hat. Jetzt ist die Option wieder nicht da, schade. Den Kornstückel wieder haben. Also jetzt haben wir den Kornstückel verschenken müssen für die Quest. Das ist aber auch jetzt kein Weltuntergang. Spürhund. Oh, genau. Das war quasi die Quest, den Kornstückel zu finden. Jetzt gucken wir mal, ob wir uns mit denen da hinten anlegen können. Den Scavengern. Da sieht man gleich mal den Größenvergleich zwischen so einem... Das sind keine normalen. Okay, die sind vielleicht ein bisschen sehr hart. Das war jetzt ein dummer Fehler. Ihr wollt Hilfe! Lasst ab von mir, Dämonen! Okay, zu denen kommen wir später nochmal. Aber das wahnsinnige Herumgehüpfe dürfte sie abge... Also wir haben sie abgehängt, so rum. Dürfte sie abgehängt haben, ja. Und sind sie weg? Ja, puh. Okay, dann gehen wir den Trank jetzt eben Galor oder wie er hieß, ne? Und dann schauen wir mal, ob das dem hilft. Und dann können die uns vielleicht ein bisschen besser leiden da im Holzfällerlager. Die waren nämlich immer irgendwie so unfreundlich. Allesamt. Ohne Ausnahme. Ja, und danach haben wir noch irgendwas für hier draußen. Ein guter Lehrling. Ach, genau, mit den Kurzschwertern und so. Ist das jetzt schon direkt die, ist das jetzt schon direkt irgendwie die Lehrlingsquest oder die normale? Nicht, dass die scheitert. Unnötige gescheiterte Quests müssen wir ja auch nicht haben, ne? Gut, weg, Weltuntergang. So. Aber normalerweise geben wir alle erstmal so eine Quest, ob man fähig ist, bevor man so eine Lehrlingsquest vergibt. Erst das Gold? Nee, du kriegst bestimmt kein Gold. Ich habe die Heiltinktur. Das Zeugs wird erst in ein paar Tagen wirken. Du hast uns Holzfällern einen großen Dienst erwiesen. Ab sofort werden wir an Hefja liefern. Wenn du uns belogen hast, wird Ergon uns den Vertrag schon wieder unter die Nase halten.
Okay, dürfte jetzt egal sein, ne? Quest ist abgeschlossen. Ich bin nochmal schön bei denen. Erstens, weil es eh gleich dunkel wird. Zweitens, wenn sie Scavenger doch ein bisschen Leben abgezogen haben und ich jetzt nicht keinen Bock habe mit Nahrungsmitteln und Tränken uns das wieder zu fühlen, da geht das auch so. Ja, die Teleportrune hatte ich natürlich jetzt traurigerweise kein zweites Mal mitgenommen, ne? Weil wir, nachdem ich vom Schmied verprügelt wurde, neu geladen hatte und das vergessen hatte mitzunehmen, deswegen müssen wir leider wieder laufen. Wenn wir nichts mehr hier draußen haben. Rohe Fleischkeulen haben wir, 40 Brote haben wir nicht, 40 Fische haben wir ca. die Hälfte. Entweder wir kaufen uns den Rest zusammen oder wir sammeln einfach mehr oder weniger ein bisschen, wenn wir durch die Gegend streifen. Was wir aber gerade im Moment gar nicht tun. Ja, mal schauen. Also wir haben 300 Gold für die ganze Ware. An sich viel zu wenig Geld. Was kostet Brot? Ich glaube, Brot kostet 20 oder so. Ne? Das davon 40 Stück. Oder hat das einen Wert von 20? Ich glaube. Ja, guckt mal. 40 mal 20, da sind wir schon bei 800. Toll. Danke für die 300 Gold. So, das sind wieder die Wachen. Und gleich wieder der Weltwechsel à la Skyrim. Das heißt, hatte ich wirklich noch nie, dass man also so einen Weltwechsel hatte. Ich würde gerne wissen, woran das lag. Ist das hier zu groß, das Austri von drinnen, also hier diese Welt im Vergleich zu der draußen, oder ist die zu belebt? Weil hier ist auch die Sichtweite ziemlich gering und da hinten ist wieder ein harter Wellengang, glaube ich, am Hafen. Aber bevor wir jetzt hier großartig weitermachen, da konnte ich mir nicht sagen, wer mir im Hafenviertel Holz verkaufen kann. Ich sollte das lieber nicht machen. Aber die Jungs auf Egons Hof, die wollten einen Haufen Geld, das weiß ich noch. Jetzt haben wir reden erstmal mit dem bezüglich Quest. Alles fit. Lass uns gerne. Der hat aber... stimmt, die zwei müssen wir uns auch noch irgendwann holen, wenn das Geld langt. Der hat auch ein Kronestück. Eieiei. Wenn doch nur Geld keine Sorge wäre. Alles fit? Wer bist du überhaupt? Schwind. Also ja, stimmt, dann lässt er uns abblitzen. Ich will bei eurer Händlergilde mitmachen. Wieso fragst du da mich? Ich dachte, ich bräuchte die Zustimmung der Meister der Unterstadt. Natürlich weiß ich das. Wenn du gedacht hast, ein Lehrling zu sein, hast du dich geschnitten. Eigentlich wollte ich nur um deine Zustimmung bitten, Meister. Ein Fremder kommt einfach mal so in meinen Laden und fragt mich nach meiner Stimme. Es sind wirklich harte Zeiten angebrochen. So war das nicht gemeint. Und du denkst, ich gebe dir jetzt spontan eines meiner Probleme mit. Zufällig habe ich wirklich ein Problem. In letzter Zeit wird hier immer mehr sabotiert, also kann ich mein Haus nicht mehr verlassen. Und seit mein letzter Lehrling seine Arbeit an den Nagel gehängt hat, muss ich meine Pflanzen selber ernten. Hinter dem Haus von Esor findest du ein Beet, wo ich und Norganor unsere Pflanzen züchten. Für meine Experimente brauche ich 12 Dunkelpilze, 3 Feldrüben und eine Heilwurzel. Außerdem bringst du mir gleich 5 Unkrautpflanzen mit. Wieso brauchst du Unkraut? Du Idiot, ich brauche doch kein Unkraut. Im Beet wächst immer mehr Unkraut und jemand muss es jäten. Okay. Am besten gebe ich dir eine Liste mit, sonst vergisst du die Pflanzen noch. Okay. Ich soll für dich Pflanzen pflücken. Hast du keine Bediensteten? Natürlich habe ich die. Irmgard und Isabella, diese Schlampen. Ernten tun sie fast nichts und Unkraut wächst immer noch mehr. Ich wette, die arbeiten mit diesen verdammten Orksöldnern zusammen. Beweisen kann ich das diesen Luder nicht. Wenn ich das rausbekomme, landen die schneller im Knast, als dass die Orksöldner sie da rausholen könnten. Kannst du mir was beibringen? Wieso sollte ich? Hilf mir erstmal mit meinem Problem mit dem Beet, dann sehen wir weiter.
Okay, gut, das lässt sich doch bestimmt vereinbaren. Feldrüben, Dunkelpilze, Heilwurzeln, Unkrautpflanzen. Ich muss nur wissen, wo das Beet ist. Hinter Esaus Haus, das war doch der Händler, ne? Ich guck mir auch noch ein bisschen die Stadt an. Wenn wir schon mal hier sind, ne? Was ist denn das für ein Haus? Das sieht ja witzig aus. Und da geht's zum abgegammelten Hafenviertel hier runter. Oh ja, das sieht man. Bleiben wir hier erstmal an der Grenze und gucken mal. Freudig, links und rechts. Seine Stadt ist gar nicht mal so klein, ne? Oh, das ist Alexander, ein Wachmann. Da ist eine kleine Schiffswerft oder sowas. Was ist denn hier alles? Ach du Heidi, genau auf Kisten. Und auf dem Fässer. Das hier ist das Hauptgebäude der Unterstadt, oder was? Das sieht ja witzig aus. Mal hier ein Brunnen und da schwere Äste. Dieser Diebstahl, da ist anscheinend keiner sauer auf uns. Was ist das hier für ein Haus? Ist das einfach nur von einem Bürger? Das sieht mir fast aus, als wäre das hier noch ein Schreiner oder irgendwas in der Art. Dann nehmen wir uns einfach mal alles mit. Warum auch nicht? Wenn keiner was sagt, ne? Was ist denn das hier? Steht hier irgendwas über den Laden oder... Die Tiere des Archipels, okay. Auf dem östlichen Archipel gibt es Tiere wie in keinem anderen Teil der Welt. Genauso einzigartig sind die Trophäen, die von den Tieren gewonnen werden können. Nur ist bei jenen einiges Zusätzliches zu beachten. Zähnereisen. Falls man eine derartige Trophäe erlangen will, ist Vorsicht geboten. Die Zähne der Tiere auf dem Archipel sind meistens giftig und können die menschliche Haut verätzen. Hm, nett. Felle abziehen. Bei den einzigartigen Tieren sollte man sich nicht als Anfänger versuchen. Das Fell kann sehr leicht zerreißen. Mit ein wenig Geschicklichkeit sollte dieses aber kein Problem darstellen. Krallen brechen. Die Krallen der Monster des Archipels sind bei weitem härter als die des Festlandes. Dies ist allerdings ein Vorteil, da jenen nun sehr leicht einfach nur herausgerissen werden können. Das wird der Betreiber. Asinus. Das ist Latein für Esel. Hallo. Was für ein Laden ist das hier? Da kann wohl jemand nicht lesen. Auf dem Schild vor der Tür steht doch alles, was man wissen muss. Zeig mir deine Ware. Für Fremde gibt es kein Feuerholz. Wieso bekomme ich kein Feuerholz? Du bist wohl neu hier, wie? Feuerholz ist verdammt billig. Die meisten Leute bestellen gleich eine größere Menge. Und dann gab es da auch noch diesen Vorfall. Vor 2 Wochen ist so ein Typ mit teurer Kleidung zu mir gekommen und hat gemeint, er wäre der Besitzer des Steinbruchs und bräuchte eine große Menge Feuerholz. Normalerweise machen das seine Angestellten, aber ich wollte den guten Herrn auch nicht so viel fragen. Naja, er hat fast mein gesamtes Lager leer gekauft. Ich habe ein paar Arbeiter losgeschickt, das Holz zum Steinbruch zu bringen. Aber da sind sie niemals angekommen. Als sie an den Bauernhöfen vorbei waren, wurden sie von Banditen überfallen. Die Arbeiter haben sie laufen lassen. Das Komische ist aber, dass sie das Holz nicht behalten haben, sondern an Ort und Stelle verbrannt haben. Und der Typ, der sich als Besitzer vom Steinbruch ausgab, ist auch nie wiedergekommen. Wenn du mich fragst, haben da die Orks und ihre Orksöldner ihre Finger im Spiel. Das kann natürlich sein. Genau, ist das überhaupt ein Mitglied der Händlergilde? Der ist ein bisschen abseits der anderen. Und was ist das, der Feuerholz zu verkaufen oder was? Was ein Typ, kannst du mir noch über den Steinbruch erzählen? Der Steinbruch liegt tief im Wald von Austrien. Liegt in der Nähe vom Fischerdorf. Soweit ich weiß, wird er von Auswanderern aus Nordmar geleitet. Ah, da war hinten jemand was anbrennen lassen. Jahrensteine. Aber ich glaube nicht, dass die da selber schuften. Man hörte immer wieder Gerüchte von Sklavenarbeit. Aber die Paladine schauen wie immer nur zu. Naja, wie auch immer. Wolltest du noch was anderes? Bist du ein Mitglied der Händlergilde? Das bin ich. Ich verkaufe größtenteils das Feuerholz für die Händlergilde. Manche bezeichnen mich auch als Bogner, aber das Geschäft hat das Oberste. Ah, Bogner.
Wir von der Händlergilde der Unterstadt müssen unsere Sachen möglichst billig verkaufen, sodass jeder sie sich leisten kann. Und Felle von Raubtieren sind teuer. Auf Austri gibt es deswegen ein großes Weidenplateau, auf dem viele Schafherden sind. Von dort beziehen wir den Stoff für Kleidung. Dann rennt wie einer wie wahnsinnig durch die Gegend. Wer verkauft mir Kleidung? Das macht mein Lehrling Togir. Du findest ihn tagsüber am Marktplatz. Aber Lehrling kann ich ihn eigentlich nicht mehr nennen. Er hat das Kleidungsgeschäft übernommen. Mir wurde das einfach zu viel. Jetzt kann ich mich auf das Feuerholz konzentrieren und habe wenigstens noch etwas Freizeit. Okay, vielleicht kann der mir ja auch irgendwas noch hier mitgeben, dem seinem ehemals Lehrling. Vielleicht ist er jetzt auch ein richtiges Mitglied der Händlergilde, keine Ahnung. Und wer stellt die Kleidung her? Die Kleidung wird direkt auf dem Weidenplateau gewebt. Wenn du willst, kannst du dort mal vorbeischauen. Die meisten Leute dort sind echt in Ordnung. Und wenn du Arbeit suchst, wirst du dort sicher etwas finden. Okay, was ist bei dir? Ich suche Arbeit. Ich hätte da was. Aber bitte behandle das vertraulich. Isabella, eine Gärtnerin von Lateri, macht sich die ganze Zeit über mich lustig. Und ich habe keine Ahnung, wieso. Ich habe sie einmal diesbezüglich gefragt. Als Antwort habe ich dann bekommen, dass ich eher wie ein Maultier aussehe. Du bist neu hier. Sicherlich wird sie dir sagen, wieso sie sich über mich ständig lustig macht. Vielleicht liegt es an deinem Namen. Wo finde ich Isabella? Tagsüber ist sie hinter meinem Haus im Beet. Nachts ist sie meistens im Gildenhaus der Gilde der Unterstadt. Du findest sie schon, keine Sorge. Okay. Denk nochmal fragen, ne? Tara. Hey. Hallo, was willst du? Das weiß ich selbst nicht. Okay, gut, du hast noch nichts zu sagen. Da wird es wahrscheinlich irgendwie questbedingt noch wichtig sein. Was sind da drüben noch für eine Bude? Da muss ja auch irgendwas sein. Bevor wir jetzt Millionen Quests annehmen, würde man eigentlich nur die Gegend anschauen, müsste hier irgendwo das Beet sein. Ach, guck mal an, perfekt. Perfekt, da geht's ja gar nicht. Ich würde sagen, wir nehmen mal direkt mehr mit, als wir müssen. Ich meine, warum auch nicht? Sonst wäre es ja ein bisschen unnütz. Sagen wir, räumen ja alles leer, auch wenn wir das meiste wahrscheinlich eh nicht brauchen. Guck dich mal den Wellengang bei dem Fluss an, ich finde den so hammer, das ist ja mal... komplett... abgefahren. Oh, da hinten ist auch eine kaputte Bude noch. Ruinenähnlich. Ist das eigentlich ein anderes Viertel hier über der Brücke? Oder ist das auch noch Unterstadthändlerviertel? Das weiß ich jetzt gar nicht. Was ist das? Das ist nur Textur, oder? Ja, genau. Damit hier nicht alles komplett abgeräumt wird, wenn wir hier fertig sind. Und da hinten ist entweder Bergmoos oder eine Drachenwurzel. Drachenwurzel. Natürlich ist es eine Drachenwurzel. Hey. Ach, da ist er auch direkt. Das war jetzt gar nicht meine Absicht, aber... Macht die Arbeit Spaß? Ich schufte hier den ganzen Tag und du fragst mich, ob die Arbeit Spaß macht? Okay, das war wirklich eine dumme Frage. Was willst du eigentlich von mir? Wer bist du? Ich bin Isabella. Lateri hat mich als Gärtnerin eingestellt. Seit mein Mann Ferris zum Steinbruch verschleppt würde... müsste ich selber anfangen zu arbeiten. Aber wenn du mich fragst, ist die Arbeit im Beet vollkommen umsonst. Hier wuchert das Unkraut jeden Tag das Beet zu. Und diese Lateri erwartet ernsthaft, dass wir jede noch so kleine Pflanze rausreißen. Was kannst du mir über den Steinbruch erzählen? Der Steinbruch liegt tief im Wald vom Austrieb. Mein Mann, Ferris, wurde dorthin verschleppt. Hoffentlich geht es ihm gut. Der Steinbruch würde schon einmal komplett niedergebrannt und ausgebraucht. Die Paladinen meinen, es wären Banditen gewesen. Die meisten hier in der Stadt denken aber, dass es die Orks waren. Wieso wurde dieser Ferris zum Steinbruch verschleppt? Okay, ich
glaube, der Steinbruch, das ist so ein bisschen zwielichtige Geschichte, kommt mir so vor, was da so abgeht. Brauchst du Hilfe? Was denn geplant? Asinus schickt mich. Er will wissen, wieso du ihn die ganze Zeit verspottest. Das ist meine Faust schwimmen, das ist ein bisschen hart, oder? Was ist denn so schlimm daran, wenn du es mir sagst? Buch. Aha. Logbuch, Logbuch. Hä, wo ist denn das? Ah, hier. Denn in der Sprache des alten Volkes hieß es nicht Esel, sondern Asinus. Das Schwein hieß Sus und der Hund Canis. Die Frage ist vielmehr, was der Rest in den alten Lettern in heutiger Sprache bedeutet. Ah, okay. Und das war's dann wahrscheinlich schon, oder was? Lachanfälle davon. Wow. Ups. Und jetzt, wo wir das gerade irgendwie... Das sollte ich ihm auch gleich sagen, ja. Gut, das kann ich gleich machen. Ich hoffe, damit ist die Quest auch beendet. Das machen wir dann in der nächsten Folge und dann rupfen wir noch weiter, sprechen mit Irmgard und kümmern uns weiter hier um die Sorgen der Unterstadt. In diesem Sinne würde ich sagen, das ist in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.